Die dieses Land kaputt machen, die diese Menschen kaputt machen. Dann ist es für mich ein Verbrecher gegen die Menschlichkeit, ganz einfach. Ja, es gibt ja auch einige andere Sachen, wenn man Cum-Ex und so sich erinnert, Warburg. Wo er das, was er wegscholzt. Thank you.
Und deswegen sind wir heute auf der Straße. Und wir hoffen, dass wir bald mehr werden auf der Straße. Ihr müsst das nochmal kapieren, was die Regierung hier vorhat mit dem Land. Was muss noch alles passieren? Was muss noch, was müssen Sie noch mit uns anstellen? Dass ihr begreift, dass hier irgendwas schiefläuft in dem Land. Kann man nicht mehr nur mit Dummheit oder Inkompetenz erklären, wenn Vorsatz und Bösartigkeit auch eine Erklärung sein können. Seit der Machtübernahme dieser grünen Öko-Kommunisten, die sich geschickt als Umwelt- und Friedenspartei getarnt hatte, explodieren die Kosten in fast allen Bereichen des öffentlichen Lebens und gefährden immer mehr Arbeitsplätze. Arbeitsplätze von hart arbeitenden Menschen, die ihre Familien und Kinder ernähren müssen und ohne ihre Arbeit in die Armut abrutschen. Weil viele grüne Politiker nie wirklich gearbeitet haben, ist irgendwie deutlicher, dass das wahre Ziel der Grünen die Deindustrialisierung unserer Heimat ist, gegen den Willen der Bevölkerung und gegen jeden.